Sie würden weiter. Den kann man nicht mehr bewegen. Kann man die Zwerge noch... Die können wir noch bewegen. Das ist sehr, sehr schön. Die werden wir dann nämlich erstmal in die Festung rennen lassen. Damit die sich hier regenerieren können. Wunderbar, da sieht es auch schon gleich viel, viel besser aus. Wir haben 39.000. Wir brauchen hier auf jeden Fall ordentlich Nahkämpfer. Ach, okay, er hat sich hier bewegt, richtig. So, der Kollege hat ein Level up. Geht die Chaos-Korruption mit weiter runter. Das Tunnelnetzwerk kann er sich nicht verziehen. Zwei Armeen gehen hier, glaube ich, nicht rein. Wann können wir dem anderen unsere Einheiten hier zuschustern? So, und er regeneriert hier draußen. So, wunderbar. Er kann sich da komplett erfrischen. Dum-da-dum. Und ihr rennt auch hier wenigstens ins Zwergengebiet erstmal, um euch zu erholen. So, hier unten hatten wir hier nicht noch... Ne, der Teil ist ja inzwischen schon lange oben. Oh mein Gott, Luxor, bist du verplant? So, die Zufbar. Hier werden wir mal jetzt ein bisschen was ausbauen. An den Grenzgebieten. Stufe 3. So, hier können wir ja mal... Zwergenslayer, wofür war das denn? Wir nehmen hier erstmal die Rekrutierungskosten. Ach, Rekrutierungskosten habe ich schon so, dass wir hier Zwergenslayer rekrutieren können. So, jetzt gucken wir mal hier mit euch beiden, ob ihr hier irgendwas machen könnt. Nichts unternehmen, okay. Dann werdet ihr hier weiter nach Norden preschen. Und die andere Armee unterstützen. Zack. Und ihr auch. So, hier hinten haben wir nirgendwo mehr was zu stehen, Karkadrin. Auch ihr werdet das hier ausbauen. Das dürfte es gewesen sein. Wir haben unser Reich hier unten wieder verteidigt, mehr oder weniger. Und zwar, dass Archeron hier unten nicht durch kann. Wir müssen jetzt mal gucken, was mit denen da noch ist. So, und ihr geht hier einmal in die Zwergenfeste, bitte. Haben wir hier hinten noch irgendwas? Nee, ich glaube nicht. Okay, hier auf jeden Fall erstmal auf Burgstufe 3. Ach, hätte ich vielleicht hier drüben erstmal machen sollen. Verdammt, okay. Brauchen wir nicht, wir nehmen das. Wachstum auf jeden Fall mit. Na, komm schon. Zack, sie hier unten sollte auch auf jeden Fall Mauern bekommen. Damit haben wir auch unser komplettes Vermögen schon fast wieder weggeblasen, verballert. Die Zwerge hier können regenerieren, die Armeen. Dadurch, dass wir sie bewegt haben, passiert hier nicht mehr viel. So, beenden wir die Runde. Errungenschaft. Arkane Beute. Aha, wofür auch immer wir die bekommen haben, wäre ganz schön, wenn es immer irgendwie in einem kleinen Fenster dabei stehen würde. So, was jetzt hier? Diplomatie. Militärisches Bündnis. So, vielleicht habt ihr noch ein bisschen Zahlung für uns. Ihr habt 10.000. So. Für 1.000 wieder. Zack, nehmen wir trotzdem an. Eigentlich sind wir ja aufs Geld nicht wirklich angewiesen, aber was man hat, hat man. Was man bekommt, nimmt man auch sehr gerne mit. Bin ich zumindest der Meinung.
Jetzt muss ich mich demnächst mal aufmachen, dass wir oben die Festung noch bekommen. Ach, seht ihr, wir haben ja da im Norden noch eine Armee. Wow. Da fliehen wir. Nein. Okay, hier haben wir definitiv gar keine Chance. Vom Level her. Dann ist die Armee damit auch verloren. Okay, die war ja hier mit Level 1 sogar nur. Aber das war die Armee, die ich glaube gerade meinte. Ja, das ist die am Gebirge. Okay, die werden wir uns demnächst mal schnappen. Zwergenkönig, Knauser, noch Bier. Sieg in der kurzen Kampagne. Nö, nö. Ach. Damit haben wir die kurze Kampagne abgeschlossen. Wie auch immer, wahrscheinlich. Was hatten uns als letztes noch gefehlt? Gut, hier sehen wir auf jeden Fall unseren Fortschritt irgendwie. Über die ganzen Runden. 144 waren es jetzt, glaube ich. Was auch immer dieses Hin- und Her-Getappe hier ist. Da sieht man, am Anfang sind wir überhaupt nicht klargekommen, beziehungsweise bin ich nicht klargekommen. Machen wir das Ganze mal ein bisschen schneller, beziehungsweise wir haben hier einen Schieberegler. So, ach, da sehen wir jetzt auch, wie hier unsere ganzen Landmassen nach und nach aufgebaut werden. Wie wir nach und nach das Gebiet geholt haben. Zack. Bam. Guckt euch das an, das ist doch geil. Hier komplett Zwergenreich über komplett die alte Welt. Naja, komplett nicht, aber ich würde sagen, knapp 50% davon gehören uns. Zack. Und was ist jetzt hier passiert? Verschleiß, Token der Robuste. Ach, okay. Chaos so hart wie Eisen und die heulenden Winde schneiden wie kalte Deutsche. Alles klar, wir haben die letzte Chaos-Armee hier irgendwie vertrieben, so wie es aussieht. Zurück zum Hauptmenü. Aufzeichnung, Statistik. Gehen wir mal kurz zur Statistik. Derzeitige Runden 147. Damit haben wir auch die kurze Kampagne geschafft. Ausgaben. 2,4 Millionen haben wir ausgegeben. Alter Falter. Aufgestellte Streitkräfte insgesamt 21. Kommandanten rekrutiert, Gefechte. Verluste, absolute Niederlagen 45. Niederlagen in Landgefechten 11. Niederlagen, bom, 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 bom. Aber wir wollen die lange Kampagne noch machen. Also gehen wir auf Kampagne fortsetzen. Wunderbar. Vogel der Menschenschlechter. Ein schlechter Scherz, der gehört. Der Vogel der Menschenschlechter ist in der Schlacht von Zavastra südlich Oblast gefallen. Okay, Menschenschlechter. Ruhm sei euch und uns. Der Krieg wird weitergehen, denn so ist der Lauf dieser turbulenten Welt. Dieser Sieg gehört uns. Kurze Kampagne abgeschlossen. Groll erteilt. Besiegt die Armee. Das waren die, die uns hier eben weggeputzt haben. Ach, wunderbar. Und der rennt auch noch so in unsere Nähe. Was ist denn, wenn wir hier jetzt... wenn wir uns ihm in den Weg stellen... So, einmal hier hin. Kommen wir mit ihm denn irgendwie ran? Theoretisch müssten wir rankommen. Dann wären wir ihn jetzt auch nochmal hier. Ah, du komm schon. Attackieren. Und das automatische Gefecht dürfte theoretisch... Nein! No way! No way, ja. Gut, ich sehe es. Gut, kommen wir doch noch nicht so ganz ran da. Er wird da oben gleich noch ordentlich Unruhe stiften, habe ich so im Gefühl. Zack, du kommst einmal nach oben. Genauso wie du läufst hier am Wald bitte etwas lang. Na, da bin ich immer gespannt. So, und dich nehmen wir hier als Speer für den Westen. Denn das Imperium scheint da ja irgendwie niederzugehen. So 17 Einheiten. Was haben wir hier? 1, 2, 3, 4 Katapulte, eine Kanone. Eine Menge
Bogenschützen. Achso, mit ihm brauchten wir hier Nahkämpfer. Zwergenslayer wären ganz cool. Brauchen allerdings so rekrutiert 2 Runden. Langbärte, Zwergenkrieger. So, machen wir es so, um die Armee hier aufzufüllen. Wie sieht es denn hier aus? Der hat Level 14, der hat Level 5. Dann wird er ihm hier seine Armeen überlassen. Zack, einmal rüber. Du hast dich nicht bewegt, auch du... Ach, verdammt, die stehen alle in der gleichen Region. Okay, pass auf. Dann werden wir es mal über das Tunnelnetzwerk klären. Eventuell sollten wir den Kollegen hier unten mal langsam helfen. So, ja, ja, Combat. So, du läufst, ihr regeneriert da oben noch bitte. Und rekrutiert. So, die da oben haben wir. Damit müssten wir eigentlich schon alle gesetzt haben jetzt so weiter, wa? Gucken wir mal, ob sie irgendwie noch... Der Kollege, du kannst ja jetzt auch noch rekrutieren. Nee, ist, ach Mann, das ist alles im gleichen Gebiet. Das ist ja zum Mäusemelken hier. Karakbla, oh, das da unten gehört auch noch hierzu. Das ist echt bitter. So, Wachstum um 50. Nehmen wir auch noch gerne mit, auch wenn hier schon alles ausgebaut ist soweit. Was brauchen wir denn hier noch? Nehmen wir die öffentliche Ordnung mit oder bauen wir dem hier auch noch einen Zaun ran? Wie sieht denn die öffentliche Ordnung? Nee, die öffentliche Ordnung ist so dicke. Setzen wir hier noch ein bisschen... Bisschen was davor. Könnten wir jetzt theoretisch eigentlich... Warte mal, wir werden mal hier einfach nur ein bisschen... So, Stufe 3. Plus 60 fürs Wachstum ist schon mal sehr schön. Hier für die Zwergenslayer, damit wir auch hier welche rekrutieren können. Das war's, wir haben wieder kein Geld. Was können wir denn hier oben noch machen? Wachstum haben wir hier zweimal, öffentliche Ordnung haben wir hier einmal. Wie sieht denn die öffentliche Ordnung aus? Plus 5 ist also steigend. Das können wir nicht, weil es zu teuer ist. Okay. So, Thorgrim braucht noch 3 Runden, bis er wieder da ist. Aber ich wollte ja mal eben gucken, ob wir trotzdem hier die Kampagnenmission machen können. Sieht nicht so aus. Okay. Dann nicht. So, was brauchen wir denn noch als Kampagnenziel? So, die kurze haben wir abgehakt. Die ist abgeschlossen. Hier, sorgt dafür, dass keine weiteren Grolle mehr aktiv sind. Und theoretisch müssten wir dann eine neue Konföderation eingehen, oder? Invasion des Chaos, Rekrutierungsüberschuss. Mit Zwergenreich minus 5, Clantreue. Ja, theoretisch ja. So, das hier war das Dorf im Norden. Das ist auch im Norden. Sind hier oben die 3 Dörfer im Norden, okay. Die müssen wir uns noch holen. Ja, und den Rest haben wir. Die Grolle deaktivieren, beziehungsweise machen und hier oben die 3 Festungen holen. Die 3 Festungen holen wir uns gleich, sobald wir hier ihn hier niedergekloppt haben, ziehen wir mit den Zwergen weiter nach Norden. Und dann dürften wir auch das bald geschafft haben. So, Runde beenden hier. Zack, zack. Damit haben wir auch die kurze Kampagne abgeschlossen. Das ist sehr, sehr schön, das freut mich. Ja, ich werde jetzt alles noch daran setzen, sage ich mal hier, damit wir auch die lange Kampagne beenden und werde den Westen erstmal so stehen lassen. So, was denn, wenn wir jetzt mit ihm fliehen? Mal gucken. Oh, oh, oh.
Oh, 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 oh. Ich hätte vielleicht nicht fliehen sollen. Dann hätten wir eventuell noch Verstärkung gehabt. Okay, ich würde sagen, die Schlacht führen wir gleich so nochmal über. Noch stehen wir relativ gut da, auch wenn der... King Level 6 wird auf jeden Fall böse. Aber wir führen das Gefecht manuell. Eventuell haben wir ja eine Chance, auch wenn es gerade schlecht aussieht. Aber selbst wenn, sollten wir ihn so wenigstens schon mal ordentlich schwächen können, damit die andere Armee gleich nachrücken kann. Und ihn dann niedermetzelt. So. Nee, wartet mal. So. Kommen wir auf jeden Fall auf die 3. Und jetzt nehmen wir ihn. Das Dato nehme ich auf die 1. Und die anderen hier auf die 2. So, können wir hier irgendwas zu unserem Vorteil nutzen? Wir haben hier hinten auf jeden Fall einen dicken Hügel. Ich würde sagen, das nutzen wir auch mal aus. So, du kommst dazwischen. Ja, ja, Unlock Formation. So, das könnte ich hier auch locken. Die würde ich ganz gerne noch ein bisschen weiter gestreut aufstellen. Jetzt so einen größeren Bereich einnehmen. So, auch jetzt können wir euch locken. So, und die stellen wir ineinander und ich würde sagen, wir starten das Gefecht. Alter Falter, die überwiegen aber mächtig. Ja, das Ding sieht relativ verloren aus. Wobei, ich habe ja schon mal so eine Schlacht in der Unterzahl gewinnen können. Warten wir einfach mal ab. Auf jeden Fall wäre schön, wenn wir die ordentlich prügeln könnten, damit wir sie gleich mit unserer anderen Streitmacht niedermetzen, so die Zeit ein bisschen vorspulen, damit sie nicht allzu lange dauert. Und zack. Jetzt lassen wir es nochmal weiterlaufen. Die wollen uns hier flankieren. So, dem werden wir aber ein bisschen gegenwirken. So, was kommt denn hier an? Ah, Wurfex ist natürlich sehr bescheiden. So, die anderen schießen hier, hoffe ich schon, alle. So, it is a reckoning. So sieht es nämlich aus. So, er hat natürlich noch leider gar keine Fähigkeiten. Da fallen sie uns auch in den Rücken mit ihren Streitwagen. So, und wir versuchen jetzt mal hier den gegnerischen Kommandanten niederzumetzeln. So, die sind da beschäftigt. So, ja, erstmal den gegnerischen Kommandanten, wie gesagt, um eventuell die Moral brechen zu können.
So, da rennen sie uns auch hinten rein. For the High King. So, damit haben sie auch... Oh, aber es sieht sehr schön aus, was hier bei dem gegnerischen Kommandanten abgeht. So, der wird auf jeden Fall niedergestreckt. For Chaos, los! Hier, sprinte mal ein bisschen, mein Freund. Und ihr hier rauf. Und ihr hier noch an der Seite. So, und du fällst den hier bitte in den Rücken. So, ich kann es ihnen nicht verübeln, wenn unsere hier fliehen. Ich hätte den dann nicht so weit hinterher rennen lassen sollen. Hier, sprinte doch mal ein bisschen, Kollege Schnürschuh. Hier hinten stehen Wurfäxte rum. Auch ein bisschen für den Arsch. Damit haben sie uns auch schon umzingelt. So, aber ich hoffe ja, dass hier unser Anführer so ein bisschen was rausreißen wird. Beziehungsweise könnten die ja hier mal runterschießen. Und ihr macht mir hier Attacke und umschließt die ein bisschen. Ach, was sind das denn hier? Chaos-Trolle oder was? Chaos-Trolle, Tatsache. Bam, wie die hier um sich treten und alles niedermetzeln. Inzwischen gibt es ja auch For the Blood God, ein DLC. Ich persönlich finde es nicht ganz so doll. Da zahlt man 2,50, wenn mir richtig ist. Nur dafür, dass man hier so ein bisschen Blutspritzerei mit hat. Ist jetzt, wie gesagt, nicht ganz so mein Fall. So, da überrennen sie hier auch alles. Was denn jetzt? Die restlichen Einheiten fliehen. Die haben uns überrannt oder was? Wo sind jetzt unsere gesamten Einheiten hier hin? Wir haben nur noch unseren Anführer. Alter Falter. So, und der hat keine Fähigkeiten. Gruppieren bringt nicht viel. Naja, jetzt metzeln sie unseren Anführer nieder. Wir haben es nicht geschafft, deren Anführer niederzumähen, richtig? So. Ist der hier noch irgendwo auf dem Feld? Nö. Streitwagen. Nun gut, noch ist es keine Niederlage, da unser Kommandant noch lebt. Aber dafür werden wir uns gleich rächen. So viel ist gesagt. Wo sind denn hier? Da fliehen sie Langbärte. Genauso wie hier hinten. Was flieht da hinten? Auch Langbärte. So, okay. Und dann bist jetzt nur du hier, um die gegnerische Armee zu schwächen. Ich verstehe gar nicht, was mit unseren Zwergen los ist, dass sie hier so früh vom Feld wegrennen. Das ist der gegnerische Kommandant hier. Nur weil der nicht gestorben ist, mit einem HP noch, oder was? Zerstörungsschaden erlitten, sehr müde, ja. Gut, aber das dürfte es dann auch gleich gewesen sein, für uns. Und der Zwergenslayer gibt nicht auf. War man hier, Chaos-Trolle, hier gegen große Bestie, mein Freund. So, da ist auch verwundert, wie es aussieht. Der steht hier noch in der Masse, Junge, und lässt sich hin und her schubsen. Die Chaoshorden überrennen ihn hier. Wieso schlägt der denn nicht mal zu hier? Hau drauf da. So, verflucht den Feind. Knappe Niederlage, naja, knapp ist ein bisschen was anderes, würde ich sagen. Gut, aber wir sind scheinbar nicht ganz besiegt. Die meisten Einheiten konnten fliehen. Mal gucken, was mit Ungrim Eisenfaust ist. Der sieht tot aus. Ja, da tritt auch schon ein anderer an seine Stelle.
Okay, das ist sehr schlecht. Das lassen wir auch automatisch generieren hier. Das war's dann auch mit dieser Armee. So, das ist böse. Das ist sehr, sehr böse. Ich habe die Vagea scheinbar ein bisschen unterschätzt. Clan-Ehre. Es ist Zeit, die Ehre des Clans zu demonstrieren. Rache. Clan-Zwerge sollen sich versammeln. Es wurden ein kleines oder größeres Vergehen gegen den Clan verübt. Und die Übeltäter müssen ihre gerechte Strafe erhalten. So, das ist richtig. Wo sind die Prinzessin hier jetzt hin? Hör mal. Das gibt's da nicht.